Die regenreichen Zeiten sind nun also vorbei und machen Platz für eine neue Hitze. Und damit begrüße ich alle Zuschauer zum heutigen Wettervideo. Die Aussichten für das Wochenende sind noch recht bescheiden, aber schon in der nächsten Woche geht es deutlich bergauf mit den Temperaturen. Wir blicken zuerst natürlich jetzt auf die Aussichten im Detail für das Wochenende und werfen anschließend einen Blick in die nächste Woche. Der Samstag präsentiert sich mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Nachmittags und abends sind auch Schauer möglich. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 24 bis 26 Grad. Auch am Sonntag gibt es ein Mix aus Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf können Schauer und Gewitter auftreten. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 24 bis 27 Grad. Bescheidene Aussichten für das Wochenende insgesamt zeigt sich das Wetter aber sommerlich, auch wenn wir einen kleinen wechselhaften Touch dabei haben. Im Laufe der neuen Woche steigen die Temperaturen Tag für Tag immer weiter an und liegen bei 25 bis maximal 32 Grad. Möglicherweise könnte sich am Mittwoch oder Donnerstag in der kommenden Woche ein Hitzehöhepunkt herauskristallisieren. Da sind durchaus dann Temperaturen möglich von 34 Grad, aber die Luftmasse ist ziemlich feucht und das bedeutet im Umkehrschluss, dass Schauer und Gewitter uns dann auf jeden Fall begleiten werden. Erst zum neuen Wochenende hin kündigt sich möglicherweise dann wieder eine deutliche Abkühlung an. Das würde dann also voll ins derzeitige Muster passen. Ich wünsche allen Zuschauern ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder.